Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dark Orbit. Jawohl. Und wir haben gleich die Quest angenommen gehabt. Was ist das für ein Deutsch? Nein, scheiß drauf. Wir haben Deutsch. Ja. Wir haben Deutsch, alles klar. Ja, ich habe die Quest schon angenommen. Heute heißt es, der Asteroid des Dr. Konfuzius, in Klammern schwer, wir sollen die Pack-Leader zerstören. Und das sind die Viecher auf 4-5. Es wurde sich unter dem letzten Video gewünscht, dass ich mal auf 4-5 ein bisschen schieße. Das muss ich in diesem Zusammenhang sowieso tun. Hab die Drohnen noch deaktiviert. Hehe. Was das damit zu tun hat, weiß ich allerdings nicht. Und ab geht er. Der Hans-Peter. So. So, meine Lieben. Ja, die Backleader gibt es wie gesagt auf 4-5, genau wie die Veteranen, die es auf 4-5 gibt. Und mein Handy meldet sich gerade im Hintergrund. Ja. Ja, also wir sind jetzt auf dem Weg nach 4-5 und ich habe mal wieder meinen Rang verloren. Ich weiß nicht, was los ist mit den Rängen. Auf jeden Fall sind jetzt wieder 2000 Punkte mehr, die man braucht, um den Chief Lieutenant zu haben. Ich verstehe es einfach nicht, ja? Freunde, ich verstehe es nicht. Wie schnell so ein verdammter Rang steigen muss, Alter. Das ist. Access denied. Das ist widerlich. Wirklich, um so zu sagen, das ist richtig widerlich. Ja. Also, falls ihr mein Handy gerade im Hintergrund gehört habt, bitte ignorieren. Ja, das ist nichts Wichtiges. Das ist einfach nur mein Handy gerade. Ja, 4-5 wurde sich, wie gesagt, im letzten oder unter dem vorletzten oder was weiß ich Video jedenfalls wurde sich 4-5 mal gewünscht und wir sind jetzt auf 4-5. Haben jetzt eben schon einen Bossstreuner und Sibolone gesehen. Ja. Und jetzt halt nur Bosse bisher, kein Über. Vielleicht auch ganz gut so. Ja, über Sibolone, über Laudakia. Und einen Gegner, den werde ich jetzt nicht abschießen. So wie den letzten Mal. Das wäre ein bisschen gemein, glaube ich. Ja, ich bin nicht der Einzige, der auf dem We auf der Suche nach Packleadern ist, wie es aussieht. Ich habe schon X4 reingemacht. Ich habe irgendwie doch vor, innerlich den zu töten. Gucken, ob der hier mitsteht. Am Stein. Ja, der steht hier am Stein. Ne, das ist ein anderer, oder? Ja, das ist rot. Pfui. Pfui, der macht mich kalt, wenn. Ah, Packleader. Nice. Können wir auch mit X3 machen. Ja, das ist ein Packleader. Meine Katze nervt mich hier gerade so ein bisschen, indem er mir die ganze Zeit zwischen den Beinen lang rennt. Bisschen X3 müssen wir noch verbraten. Update habe ich eh mehr als genug auf den Lasern drauf. Ja. Deswegen machen wir hier erstmal das Vieh. Wie viel brauchen wir? 12, ne? 12 waren das. Junge. Wir kriegen für die Quest übrigens, Standbild, 25 extra Energien und das war schon an Besonderem. Also, ja. Lass dir nichts Falsches einfallen, Kollege, sonst knallt's. Naja. Ich verstehe. Schon wieder ein Standbild. Nice. Servus. 200.000 EP. Auch nett. Also Packleader Nummer 1, jetzt von 12 und es ist einfach laggy und ihr seht, ich hätte gerade fast mein eigenes Pad angegriffen. Das ist mir auch schon ein paar Mal passiert. Ist bestimmt jedem schon mal passiert, den Pad hat, ja. Also ich denke nicht, dass ich der einzige Mensch bin, der schon jemals sein Pad aus Versehen abgeschossen hat. Oh ja, solange es nicht mit RSB war, ist ja auch in Ordnung. Wenn es mit RSB gewesen ist, dann ist es nämlich ein bisschen schön gelaufen, ja. Schön daneben, nämlich. Und ich habe schon wieder ein Standbild. Ihr seht, da hinten steht mein Pad. Nichts bewegt sich. Ja. Wunderbar. Ich habe mal wieder keine Ahnung, was mit dem Internet oder mit Dark Orbit los ist, weil eigentlich sagt man mein Internet, ich habe gutes Internet, ja. Aber, ne? Ja, jetzt sagt man mein Internet, es ist weg. Nice. Problembehandlung, bitte sehr schnell. Danke. Ach, jetzt sagt mir mein Internet, dass es wieder da ist. Alles klar. Mal gucken, was ich jetzt hier. Aha.
Nice, danke Internet dafür. Wir wurden zerstört. Super, von irgendwem, den ich nicht kenne oder der mich nicht interessiert. Drohnenmäßig ist mir jetzt eigentlich relativ egal. So viel Schaden haben die Jungs noch nicht gekriegt. Alles dank eines Lecks gerade. Ja. So. Also 4-5 ist gerade ein ziemlich hartes Pflaster, wie es aussieht. Ja, ich brauche immer noch 11 von den Viechern hier. Jo, Leute, wie macht man das am blödesten jetzt? Jemand Vorschläge von euch? Vielleicht getarnt? Ja? Fliegen wir mal eine Runde getarnt. Mal schauen. Über die Tagesquest wisst ihr ja jetzt, was es ist, ja? Ich habe schon wieder ein Standbild. Super. Ah. Schon wieder. Da ist mein Pet. Ja, die größeren Spieler sind jetzt hier auch unterwegs, wie so es sieht. Ja. Tja, Freunde. Also einfaches Zuckerschlecken ist es hier nicht. Packleader, nice. Ich muss hier die Umgebung scouten, weil hier ist doch bestimmt irgendwas wieder. Geheges. Packleader. Ich enttarne mich jetzt einfach und helfe den Jungs in der Hoffnung, dass sie mich irgendwie einladen und mir helfen, hier schneller an Krempel zu kommen. Ja. Vielleicht. Obwohl, nö. Sind alles Ehegüsse. Naja. Schade drum. Hättet mir auch einladen können. Saftarsch. Irgendwas geschrieben? Dazu, nö. Boostermäßig. Was haben wir denn? Ein HP-Booster habe ich. Ja, das weiß ich. Das war's. Mehr habe ich nicht. Nur noch ein paar HP-Booster. Na gut. Trostkristalline. Nee, nicht so unbedingt. Muss jetzt nicht so unbedingt sein. Das Schlag hier muss ich jetzt auch nicht sehen. Und der Krisi legt es drauf an, wie es aussieht. Na gut. Schießen wir mal schnell den Krisi. Mein Gott. Hier rührt sich nichts. Auch recht. Er fliegt natürlich weg. Nice. Ich möchte einfach nur in Ruhe ein paar Packleader schießen, ja. Keine da, das ist das Problem. Bossstreuner. Nö. Einfach nur nö. Hammer nicht. Naja, die Quest werde ich auf jeden Fall fertig kriegen irgendwie heute. Ja, wenn das mit meinem Internet wieder ein bisschen besser ist. Ihr seht auf jeden Fall, es ist möglich, die Viecher zu machen. Es geht auch so relativ durch, aber auf 4-5 ist halt nicht gut kirschen. Das ist mit Leuten, die sehen, dass man AFK steht. Aber ich war im letzten Video ja auch so. So ein Arschloch, ja. Also ich jump jetzt nochmal kurz zurück und dann, ne, verabschiede ich mich dann schon wieder für diese Folge. Ihr habt gesehen, was hier los ist und ich denke, ich werde ein bisschen exzessiveres 4-5-Schießen dann mal betreiben mit irgendwem zusammen, weil alleine ist das nicht so nice. Also, man sieht sich, Freunde, euer Eddie Blue und ciao!